Ja, hier ist Dave von TechDave und hier stelle ich ein neues Produkt vor auf meinem Kanal, den EcoFlow Powerstream. Und ich würde sagen, das geht weiter nach dem Intro. Ja, dann packen wir das jetzt mal gemeinsam aus hier. Das machen wir aber erst zum Schluss. Aber warum habe ich mich für den Powerstream von EcoFlow entschieden? Also preislich habe ich das ausgenutzt, dass es diese 0% gibt. Aber ich habe mich natürlich auch so schön informiert. Und ich habe ja schon etliche Geräte von EcoFlow, dass ich das so schön kombinieren kann. Wie gesagt, wir packen das jetzt mal gemeinsam aus. Jeder muss das selber entscheiden, welchen Wechselrichter er haben möchte oder Mikroinverter. Und wie ihr seht, der ist jetzt leer. Ich würde sagen, wir machen erstmal so die Kleinteile. Ich habe hier den Smart Plug. Ich habe schon einen davon, den nutze ich, um zu wissen, wie viel Strom ein Gerät nutzt in 24 Stunden. Also man kann sie auch so schon nutzen. Hier habe ich die zwei Flachbandkabel. Ein Stecker fehlt mir noch, das ist der zur Delta 2 oder Delta Max. Die Delta Mini kann man nur benutzen wie bei der River mit diesem Zigarettenanzünder. Das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Ja, hier ist dann das Kabel, das Anschlusskabel mit dem Schuko-Stecker. Und das kommt dann klar in den Powerstream. Okay, da brauchen wir mal ein bisschen. Wie gesagt, man sieht, dass es ein EcoFlow-Produkt ist. Hier steht alles drauf. Da steht noch ein bisschen was. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Es ist leider heute ein bisschen windig und abends mal regnet das. Und meine Empfehlung oder mein Tipp, wenn ich sowas nutze, ich würde es nicht unter die Solarplatten hängen. Weil dann ja, wenn das heiß draußen ist, staut sich die Wärme und dann kann der sich auch ausschalten. Da kommen wir gleich drauf zu. Ja, hier ist der Quick Start Guide. Alles, was dabei ist und nicht dabei ist, wie man es anschließt. Aber ich glaube, da brauche ich wohl nicht viel sagen. Hier ist das gute Stück. Das wiegt na klar auch einiges. Und wie ihr sehen könnt, das ist die Antenne, Solarpanel. Das ist zum Speicher, also für die Delta-Serie zum Beispiel. Und das ist zum Anschluss an das 230 Volt Netz. Hat ein schönes Gewicht, macht einen sehr soliden, guten Eindruck, wie die meisten Produkte. Also ich werde es, auch wenn das IP67 zertifiziert ist, ich werde es trotzdem aber drin anschließen, um die Stauwärme zu reduzieren. Weil das Gerät wird ja auch ein bisschen warm. Ich packe mir das hier nochmal aus. Ich hole mir das Ganze auch mal hier schön raus. Ja, was verspreche ich mir davon? Ich verspreche mir davon, dass ich Strom spare und das jedenfalls auch, denn nachher, wenn das Dach komplett ausgelegt ist mit PV, dass das eher auf dem Carport installieren kann. Das ist zwar das Kunststoff, bitte hier oben drauf. Und dann soll das die Wärme ein bisschen, weil wie gesagt, das wird warm, das ist ja ein Aluminiumgehäuse, kann man ja schon mal sich die Flossen verbrennen, würde ich mal sagen. Das ist, um die Stecker wieder abzuklemmen. Also, ja, hier haben wir dann noch das Kabel zu den PV-Modulen, die sind leider auch noch nicht da, aber gut, damit muss ich leben. Dann haben wir hier noch Befestigungsmaterial und hier ist dann auch noch die Befestigungsplatte. Und dann sind hier natürlich auch, wie man das macht und so weiter und so fort. Aber ich würde es
Klar kann man es auch drin anschließen, draußen anschließen, aber man kann es auch unter eine Solarplatte anschließen. Aber da entsteht leider sehr viel Wärme und dann schaltet man so manches Gerät einfach aus. Ob von den anderen Discountern oder sowas die Wechselrichter gut sind oder nicht, lassen wir mal dahingestellt. Das muss jeder für sich selber verantworten. Ich möchte gerne in einem Produkt bleiben und weil ich dann auch die Smart Plug schön kombinieren kann, wo jetzt gerade mehr Strom gebraucht wird, dass das dann dahingestellt wird. Ja, leider kann ich es nicht weiter vorführen. Wie gesagt, ein Kabel fehlt mir und zwei Solarplatten fehlen mir. So kann ich das leider nicht weiter vorstellen. Aber das soll es eigentlich auch hier gewesen sein. Wie gesagt, die nutze ich gerne. Ich habe davon schon einen und der ist sehr, sehr gut. Also mir gefällt er. Ich sehe, was ich in 24 Stunden, jetzt ist es bei mir zum Beispiel das Aquarium, in 24 Stunden verbraucht habe und das auch schon über Tage. Und dann sehe ich auch die Schwankungen. Und nicht jeder hat ja ein Aquarium, aber so kann man ein bisschen gucken und steuern. Aber wie gesagt, das muss jeder für sich selber entscheiden, wie auch immer. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, euer Tech-Dave. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann ein Daumen hoch, liked mich, teilt mich. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, drei Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer Tech-Dave.